Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, heute wollen wir in die Brutstätte runter, ne? Runter vor allem. Das ist neu bei einer Brutstätte, runter. Das Teil ist eingestürzt. Hier ist da oben der Eingang, aber da kommen wir ja nicht ran. Deshalb müssen wir runter in die Tiefe. Gibt's ja auch einen Weg, ohne dass ich mich hier in die Tiefe stürze? Irgendeinen legalen Weg? Irgendwas Nettes? Heilungsblümchen? Natürlich. Werden wir brauchen wahrscheinlich, denk das Spiel. Auch Heilung? Natürlich. Nee, ich habe wirklich alles dankend an. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Diese Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. Welches Rohr? Aloy. So, Blümchen. Alter, wie tief geht denn das hier runter? Geht's in den Erdkern oder wie? Das Problem ist nur, wo kommen wir hier runter? Da. Abseilen, runter, Leute! Ist aber leicht kreativ, dass sie hier einfach mal eine eingestürzte Brutstätte haben. Und nicht nur dieses intakte Gedöns. Obwohl, es ist ja eigentlich nur der Weg dorthin eingestürzt, also von dem her. So. Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Jammer. Oh. Das hier. Oder vor allem, warum brennt das Feuer jetzt noch? Ist jemand hier? Wer hält denn bitte das Feuer am Brennen? Oh, Alter. Mach mich schwach hier. Finde einen Eingang. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Dann suche ich den Tunnel. Alles klar. Sie waren auch neugierig. Aber ich bin besser vorbereitet. Okay. Wir gehen durch die Hintertür, Leute. Easy. Okay, ich bin nervös. Hi! Bin der Neue. Was? Die Beschädigung einer Turbine kann ihre Bewegungsrichtung umkehren? Meinst du das hier? Nee, das läuft schon. Die Beschädigung. Das läuft ganz gut für mich. Ah! Alles klar! Geil. Finde ich gut. Und Gott loslassen, ey Leute. Nice. Geil. Finde ich gut, dass sie neue Elemente reinbringen. Nicht nur das altbekannte, was wir in der letzten Brutstätte schon hatten. Sondern neues Zeug. Das heilende Zeug nehmen wir auf jeden Fall mit, weil es wird einen Bosskampf geben, der sich gewaschen hat. Wieder mal. Bin ich mir ziemlich sicher. Was diesmal auf dem Plan steht, weiß ich nicht. Kann auch nachcraften hier, warte. Ich habe nämlich Echohülsen bekommen. So. Nein, ich nehme jedes Kraut mit, Leute. Jedes kleine fucking Kraut. Ich werde meinen Beutel so voll machen, wie es geht. Denn wir werden es brauchen. Ich hoffe, es wird kein Thunderjaw oder so. Also ein Donnerkiefer oder so. Als Bossgegner vorne stehen. Aber ich glaube, das ist bei der Brutstätte Zeta erst der Fall. Also bei der Endbrutstätte, bei der Barberbrutstätte. Mal aus Interesse. Brutstätte. Oh, Brutstätte Roh. Da steht kein Level dabei. Sehe ich auf der Karte das Level vielleicht? Nee, sehe ich nicht, ne? Egal. Wir sind gut ausgerüstet. Oh, fuck you. Mach mich schwach. Mag Brutstätten nicht. Die sind böse. Noch eine Tür. Haben wir in der letzten Brutstätte überhaupt welche Türen überbrückt? Nee, ne? Also nur die Anfangstür, glaube ich. Open the door, please. I will go in. Ich muss irgendwie durch diese Hülle kommen. Ja, das war ja letztens schon die Mission. Komm mal her. Bitte leckern. Easy. Oh shit. Ja! Unser alter Freund ist wieder da! Ich will die Knarre haben! Ruff! Schwere Waffen abgerissen. Ah, ich liebe das. Nice, nehmen wir alles mit. Ich behalte die Waffe erstmal, ne? Ich habe ja noch ein bisschen Munition. Also warum ablegen? Warum? So. Will denn noch jemand Stress hier, ne? Will noch jemand?
Ah, so schön. Was? Kann ich das eigentlich nochmal umpolen? Also aus Interesse? Ja, kann ich. Die Knarre ist so geil. So. Ich muss hier hoch, ne? Komm ich auf irgendeiner Seite hoch? Nee, ne? Komm ich denn hier überhaupt irgendwo hoch? Ich will die Knarre... Wo bin ich jetzt? Reingestuckt. Ich will die Knarre nicht ablegen. Verdammt. Ich will die Knarre nicht ablegen. Ich habe nicht noch Schuss für die Knarre. Mann, ich kann mit dem, der Knarre nicht springen. Das ist das Dumme. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, hier hoch, ne? Da hoch. Ja, okay, ich glaube, das ist richtig. Oder? Oder bin ich von da gekommen? Ich bin von da drüben gekommen. Hier müssen wir weiter. Kann ich mit der springen? Nee, ne? Schade. Okay. Okay, dann müssen wir es hier lassen. Leider. Leider Gottes müssen wir es hier lassen. Ich hab dich. Mann! Oh. Ey, Leute. So, dann gehen wir halt nochmal hoch. Oh, da haben wir es übersehen. Das ist der Mann. Da hat der Wächter noch ein paar Scherben für uns. Und einen Zünder. Okay, da haben wir auch diese komischen Behälter, wo man es festhalten kann. Ah, nice, kann man schon festhalten, sehr schön. Müssen wir sogar, ne? Und hier können wir überbrücken. Nice, sehr schön. Ich finde die Rätsel auch ganz gut gemacht. Also, es ist auch in dieser Bruchstätte deutlich anderes Feeling. Also, natürlich ist es die gleiche Szenerie und das gleiche Aussehen und so weiter. Aber es ist eine neue... neue Art hier durchzukommen mit diesem Umkehren von diesen Rädern. Finde ich schön. Wenn das in allen Brutstätten so der Fall ist, bin ich ein Fan davon. So. Das läuft ja schon in die richtige Richtung. Das haben wir ja vorher schon umgepolt. Hallo. Dankeschön. Dreh dich bitte schneller. Ja, der Rayon ist ungeduldig. So, kannst du schon loslassen. No risk, no fun. Wir überbrücken hier für was? Egal, wir überbrücken einfach. Sollte ich durchkommen. Du solltest da durchkommen, weil... Was ist denn hier? Oh, blaues Zeug. Oh, Eisspule. Alles klar. Okay, da haben wir einen Pfeil verschwendet. Danke. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Hier gab es nur das Teil zu holen, die Kiste. Was haben wir denn da mit diesem Überbrücken geöffnet? Was haben wir denn geöffnet? Ach, da haben wir das geöffnet. Wie komme ich da jetzt genau rüber? So einfach rüberlaufen, ne? Oh, alles klar. Oh! Ey, Leute! Ich bin nicht schwach. Hä, komm ich da nicht hoch? Hä? Ach so, jetzt gehen die Behälter da drüben durch. Alles klar, okay. Hab's verstanden. Hab's verstanden. Das ist auch immer so ein bisschen so eine kleine Rätselpartie hier. Das ist schon eine Abwechslung. Oh, die geile Knarre. Oh. Siehst du mal. Die Idee, die ich vorher hatte, wurde jetzt schon quasi publik. So, hallo. So. Gehen wir auf die Reise, Leute. Finde ich schön. Ich bin echt schon gespannt, welchen Endgegner wir hier in der Brutstätte haben. Ich hoffe, es ist kein Donnerkäfer. Ich hoffe, es wird nicht ständig. Das kann wirklich alles sein, aber kein Donnerkäfer. Du sagst mir doch, wenn ich loslassen soll, oder? Du sagst mir doch, oder? Ich muss gleich los. Okay. Finde ich sehr sozial vom Spiel, dass er mir sagt, wenn ich loslassen soll. Hä, kann ich dann? Ey, Leute!
Ah, ich, hier kann ich rüber, sehr schön. Finde ich gut. Überlebe ich das denn auch, wenn ich hier lang slide? Das überlebe ich nicht. Aua! Fuck you! Andere Richtung, bitte. So, sehr schön, das geht nämlich. Reicht schon, danke. So, jetzt sind wir hier. Alles sehr gut, sehr gut. Ihr läuft hier bis jetzt. Wir sind noch kein einziges Mal gestorben. Jedenfalls nicht absichtlich. Wir sind, glaube ich, gar nicht gestorben heute noch, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Müssen wir ein bisschen umsehen. Weil hier können deutlich mehr Secrets haben in der Außenwelt hier. So. Man kommt ja auch nicht so oft hin. Also von dem her immer gut umsehen. Keiner, guck mal. Ach, schlaf ein, mein Kindchen. Ja, okay, die Spule kannst du behalten. Jetzt runter, sehr schön. Bleib mal liegen. Alter. Sehr schön. Das sieht ja schon so ein bisschen nach Bossraum aus. Gefällt mir gar nicht. Wächterherz nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Und ein Heilungsblümchen. Vorratskiste. So. Okay, das sieht schon wirklich so ein bisschen nach Bossraum aus. Mit die klare Fläche in der Mitte und die ganzen Vorratskisten drumherum. Das sieht schon ein bisschen nach Bossraum aus. So, wir überbrücken das hier einfach mal. Aber es sind wirklich deutlich mehr Türen, oder irre ich mich da? Die letzten Brutstädte waren deutlich weniger Türen, die man überbrücken musste. Aber ich will mich nicht beschweren. Okay. Ich sag mal nicht, dass das einfach abstrakt klingt und unlogisch, aber egal. Das ist geil. Nein! Nee, keine langen Beine. Was haben wir hier? Ja, die Wächter sind mir egal, aber die langen Beine hier, die sind mir auf keinen Fall egal. Okay, der hat sich nicht sonderlich gewehrt. Finde ich gut, dass er sich nicht sonderlich wehrt. Oh shit. Unser Freund ist wieder da. Hi. Hi. Lass mich mal durch, bitte. Ich bin Arzt. Hey, wo hast du deine Knarre fallen lassen? Shit. Ich hab ein Problem. Ich bin hier runtergefallen. Ich hab ein Problem. Und ich will die Knarre von dem einen Tutti. Oh shit. Geh doch weg hier. Ich will nichts von dir, du Drecksvieh! Kann ich mal getroffen zum Arsch lecken hier? Deine Knarre will ich immer noch. Alter! Was hat er, Alter, was läuft hier mir gerade nach? Das ist ja unglaublich hier. Was hat deine Knarre jetzt schon fallen lassen irgendwo? Ja, er hat keine Knarre mehr oben. Dann müsste sie hier irgendwo liegen. Da! Vermisserkanone. Nice. Leute, wir räumen auf. Komm doch her hier! Alter! So, haben wir aufgeräumt. Easy. Der Trick mit der Verwüstung, das ist so geil. So, Langbein hier. Maschinenkehrmittel, sehr schön. Verwüsterherz, nice. Die Kanone will ich behalten hier. Das Glück ist mir hold. Das Glück ist uns auf jeden Fall hold. So, ist denn hier noch irgendwo was? Da oben haben wir doch noch was. Aber da kommen wir nicht ran. Einfach weggeholt. Geil. So, haben wir da noch hier irgendwo was?
alle wegballern können. Ja, Kanone hier. Nur 36 Schuss, die will ich nutzen. Oh Mann. Cool wäre auch so ein Minispiel oder so ein Spielmodus oder so eine Jagdmission, wo man komplett nur mit so einer Verwüsterkanone kämpft. Jetzt habe ich die verloren, weil ich ins Wasser gegangen bin. Danke, Spiel, danke. So. Wir müssen da hoch, ne? Ach, Aloy. Geh auch hier. Ach, komm. Was wollen die Pfützen hier? Im Kampf wären die sicher total assi. Okay, haben wir das ganze Zeug nicht eingesammelt. Der ganze Zünder hier, den wir runtergefetzt haben von dem Teil. Wir haben auf jeden Fall alles mit. Wir haben ja nicht genug Metallscherben. 1300 Stück. Easy. Legt ihr noch mehr mit? So, der Wächter hat noch ein Wächterherz. Finde ich schön. Also, wenn man wirklich seine Kanone hat, seine Verwüsterkanone, man hat einfach... Ah, man ist einfach OP. Das ist schön. Ich weiß auch aus sicheren Quellen, dass man die Kanone auch von den Donnerkiefern runterschießen kann. Da freue ich mich schon richtig drauf. So, wir müssen da hinüber, ne? Aber wie ist die Frage? Wie ist die große Frage? Okay. Wir gerade strugglen. Sind wir von hier gekommen? Ja, wir sind von hier gekommen, ne? Ja, ich glaube, wir sind von hier gekommen. Oder nicht? Da fährt das Teil rüber. Da können wir was überbrücken. Okay, da können wir was überbrücken. Okay, da müssen wir da hoch. Kommen denn hier die Teile? Ich muss darüber, verdammt. Ich muss darüber. Ich muss darüber. Ah, ich muss da oben rauf. Stimmt. Passt schon. So. Nice. Nice, 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 nice. So. Easy. Jetzt sind wir hier, alles klar. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Die können wir überbrücken. Okay, nice. Dann sind wir schon drüben. Nice, easy. So, dann sind wir auch kurz vor dem Bossgänger, glaube ich. Weil ich glaube schon, dass es das Herz ist, oder? Das ist, glaube ich, das Herz. Ist das denn das Mega-Herz? Ja, okay, das Werkzeug lädt noch auf. Darf ich? Danke! So, Kern überbrücken. War's das? Ach, okay. Ich dachte, das war's. Jetzt wurde das Schild da unten erst deaktiviert. Alles klar, jetzt können wir da erst weiter. Okay, da war noch nicht das Ende. Ich dachte schon. Ich habe da gerade was gesehen, was mir nicht gefällt. Ich glaube, ich habe einen Donner. Keinen Donnerkiefer, sondern einen Brüllrücken gesehen. Stimmt das? Okay, habe ich, glaube ich, verguckt. Egal. Besser so. Hey Leute! Mach keine Faxen! Okay, ich bleib hier. Wir gehen den legalen Weg. Hier hoch nämlich. Nee, hier geht's gar nicht hoch. Okay, alles klar. Wo kommen wir denn hier hoch? Können wir denn hier irgendwo überhaupt hoch? What? Wie bin ich denn da hoch? Was ist denn los? Muss ich da von außen irgendwie rein, oder wie ist das? Ja, okay, ich kann hier von hier außen rein, alles klar. Du fährst nicht richtig rum.
rüber, Ella. Nice, sehr schön. Aloy, du weißt, wie es läuft, ne? Ich mag dir, Aloy. Nice. Da muss ich hin. In den Bauch dieser riesigen Bestie. Finde den Kern. Alter, wie schnell waren das Teil gerade unterwegs? Okay. Mach einfach mal. Schön. Da konnte ich hoch, ne? Ja, kann ich. So. Das Zeug ist hier gut zum Nachcraften. Das nutze ich einfach mal gerne, ne? So. Ne, ich bleib bei den gehärteten Pfeilen. Die machen auf jeden Fall deutlich am meisten Bums. So, dann gehen wir hier hoch. Hier wird deutlich ruhiger als da unten in der Produktionshalle. Ich glaube, das ist die Ruhe vor dem Sturm. So, hier ist wieder ziemlich viel Blümchenzeugs, was nicht gerade geil ist. Denn das bedeutet, es kommt ein großer Kampf. Ein Ladungsmast. Ja, und da unten ist welche Maschine? Ich sehe es noch nicht. Schnappmaul. Okay, Schnappmaul kriegen wir hin. Das ist zwar eine mega nervige Maschine, aber das sollten wir hinkriegen. Schnappmaul sollten wir hinkriegen. Ah, alles klar, dann können wir den natürlich dann auch überbrücken. Finde ich gut. Lass mal bitte deine Tentakel und deine mechanischen darunter segeln lassen. Danke. Dann gehen wir hier lang. Ja, ist auch schön, dass das alles hier mit Bewegungsmeldern gemacht ist. Dass alles hier schön leuchtet. Ah, geht's hier danach? Nee, gar nicht mehr. Geht gar nicht nach außen. Okay, ich will hier nicht runterfallen, das wäre ungesund. Danke. Die Echohülsen und so weiter. Craften wir das hier auch gleich noch. Kannst du das? Ja? Danke. Like the struggle. So. Ich werde meine Stiefel trocken laufen müssen. Ist ja mega eklig. Ich hasse es, so trocken laufen zu müssen. So, Mr. Schnappmaul. I am here. Bin fast runtergefallen. Abseilen. Zu welchem Mast gehen wir denn? Vielleicht zu dem da drüben, ne? Okay. Mr. Schnappmaul, wir werden uns gleich mal in einem Kampf treffen, ne? Mr. Schnappmaul. Mr. Schnappmaul. Von allein raus oder muss ich dich erst befreien durch mein Eingreifen hier in deine Technologie? Oder kann ich da so auch eingreifen? Gut, so. Rausballern. Können wir nicht. Alles klar. Er hätte natürlich auch die kleinen Wächter und so unten noch vorher terminieren können, aber nee, so auch. No risk, no fun, Leute. Ihr kennt mich. Was? Nice, haben wir das auch mal gesehen, diesen Kill. Oh nein, pfui. Da gehst du mal weg hier bitte. So, wir werden dem mal die Kanone klauen. Ja, genau deswegen. Blödes Vieh. Jetzt auf, hier zu spammen. Alter, wie schnell das Teil ist. Ich glaube, sind auch modifiziert, wenn man hier drin gegen die kämpft. So, wenn wir dem mal alles... Die ganze Rüstung runterspringen. Dann du kannst mir hier mal getrost am Arsch lecken hier. Komm her. Ja, okay, da gehen wir nochmal mit dem Dings drauf. Ja, geil. Macht der voll Schaden. Aus Interesse, wenn ich jetzt Eis drauf haue, kriegt er dann doppelten Effekt? Kriegt doppelten Effekt? Geil. Muss das aber nachcraften. Ich mache jetzt ein bisschen Experimente mit dir. Ich will ja keine Munition, was ist denn los? Ich kann nichts nachcraften, alles klar. Sag mir das doch vorher. Schön auf die Behälter schießen. Mann! Wenn er anfängt, sein blödes Eis zu spammen, dann ist es vorbei. Alter, jetzt kommt auch noch. Mann! Okay, wenn man die Behälter trifft, ist richtig geil. Die zu treffen ist erstmal mega heavy. Lua Welt auch noch getroffen, sehr schön. So, das war's gleich mit dir, Freundchen, ne? Ist ja das klar? So.
das. Krass. Nice. Du hast lederndes Zeug für mich, finde ich gut. Oh, Eisspule, nur 39%. Nice. Was? Du hast doch... Okay. Ja. Schmeiß ich gern was weg für. Komm, das ganze grüne Zeugs. Grün braucht man nicht unbedingt. So, ich habe natürlich auf dem Teil hier abgeladen, dass ich auch gar nicht rankomme. Doch, komme ich ran. Ja, die Modifikation nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Hier auch mal voll heilen. Wie Kühlsaft und Loh hier einfach ist. Ich meine, ich finde es gut, aber. Geil. So. Ja, ich gehe gleich zum Kern in der Mitte. Nice, 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 nice. Heute ist ja echt eine Überfolge, kann das sein? So, können wir den hier jetzt überbrücken? Hä? Wo muss ich ihn überbrücken? Okay, sammeln wir das hier mal. Kühlsaft. Kann ich nicht mitnehmen? Okay, okay. Wo müssen wir denn hin? Was? Habe ich dich die ganze Zeit übersehen? Fangen wir endlich an. Hi. Nee, lass das bitte. War's das denn jetzt? Oder kommt jetzt noch was? Oder haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es! Sehr schön! Habe ich den vorher einfach übersehen oder wie? Kann ich den auch einfach kaputtballern an den Kern? Nein. Okay. Verwüsterkanone, sehr geil. Sehr geil, wir müssen nachcraften. Was braucht man denn dafür eigentlich? Man braucht Zünder und irgendwas anderes noch dazu. Alles klar, das kann ich nachcraften. Nein, das. Okay, dann. Überbrücken. Leute! Unsere Brutstätte! Batz! Sehr schön. Nice! Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Brutstände roh. Okay. Ah, nice! Alter, 6000 EP! Nice! Schön. Questbelohnungen. So, was kann ich denn jetzt überbrücken? Roh verfügbar. Schön. Langbein, Schnappmaul, Verwüster, oh, Verwüster, Trampler, Panzerwanderer. Nice, 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 nice. Sehr schön. Geil. Aber Leute, ich würde erstmal sagen, Kernprotokoll. Okay. MRO Kernprotokoll. Leute, ich würde erstmal sagen, das war's für die heutige Folge. Das war mega Überlänge. 30 Minuten haben wir jetzt schon fast hoch. Ja, 30 Minuten haben wir schon. Leute. Bewertung in die Kommis, lasst eine Bewertung da, Rayon sagt, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, morgen bei Horizon Zero Dawn. Und guckt auf jeden Fall auch bei den anderen Projekten vorbei. Ich weiß nicht, was im Moment gerade alles so läuft, aber guckt auf jeden Fall auch bei den anderen Projekten vorbei. Lohnt sich bestimmt. Rayon sagt, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.